Hallo zusammen, wir sind hier heute live auf dem HSMA Day in München in dem neu eröffneten Science Congress Zentrum und mit mir sitzt Katrin Schamann. Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ja, sehr gerne, hallo. Katrin, du bist Cluster Revenue Manager MICE, hört man nicht so oft, bei den Dorint Hotels in Köln und du bist auch Mitglied im HSMA Expertenkreis für Sales und MICE. Das heißt, es ist genau dein Thema, ne? Tagungsmarkt und was kann man da besser machen. Und du hast gerade eine Session gehalten mit dem Titel MICE Revenue Management 2.0. auch analog und offline machbar. Das ist spannend, weil es wird ja viel diskutiert über Automatisierung, Digitalisierung und Systeme in der Hotelwelt. Für alle diejenigen, die nicht dabei gewesen sind, was würdest du denn sagen, sind die zentralen Aussagen oder Learnings deiner Session? Ja, also was ich einmal sagen möchte ist, wir dürfen nicht darauf warten, dass es die Technik gibt. Gut. Wir müssen MICE Revenue schon vorher machen. Wir machen es auch eigentlich schon die ganze Zeit. Ja. Wir nennen es nur nicht so. Okay. Also all das, was wir unser Bauchgefühl nennen, unsere Erfahrungswerte. Mhm. Ich verkaufe den Raum nicht an einem Mittwoch, um Gottes Willen. Für 10 Personen gebe ich den nicht her. Ja. Das ist MICE Revenue. Right. Nur die wenigsten wissen, dass sie das schon seit 15 oder 20 Jahren so tun. Mhm. Und deswegen ist meine Botschaft, werdet euch dessen bewusst und packt dieses Bauchgefühl, diese Erfahrung, schreibt sie nieder und dann haben wir MICE Revenue. Und wo schreiben wir es nieder? In welcher Form am besten? Wir sind jetzt bei Dorint in der glücklichen Situation gewesen, dass wir eine Excel-Tabelle gebastelt haben und ich einfach mir was wünschen durfte. Ja. Und der Kollege, der Excel-Crack ist, hat das dann gebastelt. Mhm. Das ist jetzt nicht von gestern auf morgen passiert. Wie lange braucht man für so ein Projekt? Also wie lange kann man das in einer Woche schaffen? Nee. Also ich würde sagen, vom ersten Gedanken an diese Tabelle bis zu dem Moment, wo wir sie wirklich in einem Hotel getestet haben, sind 6 Monate vergangen. Und dann haben wir uns nochmal Feedback eingeholt von den unterschiedlichsten Abteilungen, also nicht nur aus dem MICE-Team, aus dem Convention Sales, sondern auch von den Kollegen aus dem Rooms Revenue, von Seiten der Direktion, dass eben einfach alle im Boot sind. Und dass wir dann gesagt haben, wir geben diese Tabelle noch in mehr Häuser, da sind bestimmt 1,5 Jahre vergangen. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen als Laie? Das hört sich so einfach an, das, was man sich wünscht, das schreibt man nieder. Was wünscht man sich da? Sind das Kennzahlen oder gewisse Datenformate? Also, oder? Also es geht hauptsächlich um Regeln, würde ich sagen. Also diese Restriktionen, wie wir das aus dem Rooms-Bereich kennen, Mindestaufenthalt, dass ich ja, wie eine Zimmerrate, Mindestumsatz habe, dass ich sage, ich verkaufe meinen Tagungsraum nur mit Zimmer oder es ist ein Zeitraum, wo ich keine Zimmer wegen der Messe oder so zur Verfügung habe, dass ich dann dem Gast vielleicht sogar einen Benefit anbiete, wenn er explizit eine Tagesveranstaltung macht. Auch ob ich mich überbuchen möchte, das ist ja mit Tagungsräumen immer noch so ein bisschen schwieriger. Ja, ich überbuche mich minus einen Tagungsraum. Ja, das wär schwierig. Ja, ja genau. Also das, aber auch, dass man darüber nachdenkt, gerade in der heutigen Zeit, wo ja viele ihre AGBs und ihre Stornofristen angepasst haben und uns ja dann doch teilweise Veranstaltungen kurzfristig um die Ohren fliegen, muss man überlegen, ob man sich überbucht. Gut, in welchem Rahmen. Ja, und dann ein weiteres Thema, was man in dem Segment natürlich auch oft hört und was wahrscheinlich schon auch ein Schmerz ist, ist, also Revenue Management oder Strategie ohne historische Daten ist schwierig. Aber das ist sehr komplex, oder? Im Tagungsbereich. Das ist auch nicht so einfach zu entscheiden, was sammelt man da? Hast du da eine Empfehlung für Kollegen, wenn man jetzt morgen anfangen möchte damit? Was sind die Basics, die man auf jeden Fall vorbereiten sollte und worauf, mit welchen Daten fange ich an? Welche sammle ich? Und also ich habe ganz zu Beginn einfach angefangen, immer mein on the books, also mein Vorbuchungsstand, mir jede Woche diese Liste aus meinem System zu ziehen und sie mir in einen Ordner abzuheften. Mhm. Mittlerweile machen wir das, kann ich diese Liste, wird automatisiert gezogen und ich lege die in Excel ab und kann die noch einspielen. Mhm. Aber das ist der Anfang, einfach selber diese historischen Daten zu sammeln, weil das können die meisten PMS oder CCM-Tools nicht, dass ich sagen kann, zeige mir den, wie heißt es beim Rooms Revenue, den Spit, letztes Jahr, vorletztes Jahr, um da überhaupt Aussagen drüber treffen zu können, also um den Forecast genauer machen zu können, wäre das ein Punkt.
dann, was sicherlich viele haben, ist eine Conversion-Liste. Die kann ich mir ja auch, wenn ich... Wissen das die meisten Hoteliers, wie viel Geschäft sie angenommen, abgelehnt, vielleicht nicht realisiert haben? Das ist wichtige Kennzahlen, oder? Um auch zu realisieren, wo ist das, welches Potenzial hat man vielleicht verpasst? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wichtig zu sammeln, auch in Kombination mit der Lead-Time, um entscheiden zu können, lehne ich dieses Geschäft 16 Monate im Voraus ab? Qualifizierung der Kunden. Oder nicht? Ja. Also kommt die noch eine viel bessere Anfrage oder nicht? Dafür muss ich natürlich in der Vergangenheit auch mein abgelehntes Geschäft gesammelt haben. Okay. Spannend. Ja, und abschließend, du hast es ja eben eingangs gesagt, wir sollen nicht auf die Technik warten. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was für eine Technik würdest du dir denn wünschen? Also bei welchen Problemen würde die Technik, es hört sich so an, als wäre sie noch nicht da, die Technik, die man vielleicht braucht. Was würdest du dir da wünschen? Oder was würde deine Probleme lösen? Also es scheitert ja leider irgendwie, das Thema haben wir ja, glaube ich, auch in verschiedenen Workshops und Vorträgen, immer die Schnittstelle zum PMS, um eben die Verfügbarkeiten und sonstige Dinge hin und her zu schicken. Das würde ich mir wünschen, dass wir diese Schnittstelle haben und so automatisch Tagungen einbuchen können, also auch in einen Two-Way-Modus, um einfach auch die Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter dann zu schaffen. Mhm. Und das in Kombination damit ein sogenanntes Revenue-Management-System, was mir eben diese angesprochenen Kennzahlen, die ich mir momentan mithilfe von Dreisatz ausrechne, mir automatisch gibt. Okay, also spannend. Auf Knopfdruck, wie ist denn meine Lead-Time und was ist mein meist nachgefragter Tag? Für welchen Tag habe ich die meisten Anfragen? Sind das Anfragen mit Zimmer, ohne Zimmer? Sind das eher Anfragen, so wie im Moment ja eher bis 50 Personen oder eben 200 Personen oder so? Ja, super spannend. Ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, für alle, die dann nochmal tiefer einsteigen möchten, die Session, die du gehalten hast, die ist auch online verfügbar. Die ist auch im Nachgang, kann man sich die anschauen. Genau. Auf hsma.de sind alle Informationen zu finden. Und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich aufs nächste Gespräch und bin gespannt, was da passiert im Bereich Mais und Technik. Dankeschön. Danke auch.